Ja, herzlich willkommen zurück zu Katzen mal anders auf YouTube oder auch eben, ja, Wing Commander 3. So, nach dieser verdammt stressigen Mission, ja, wollen noch mal sehen, was so storytechnisch jetzt hier so ein bisschen auf uns wartet. Ich warte ja immer noch auf die Sache mit dem Alternativende, dass ich da mal einen extra Speicherpunkt machen kann, weil wenn ich das jetzt nochmal mache, was ich ja inzwischen schon tue, dass ich es nochmal mache, das Let's Play, weil ich es ja schon mal gespielt habe und auf meinem Hauptkanal auch online ist. Es gibt ja insgesamt drei verschiedene Enden und je nachdem, wie man sich entscheidet, bekommt man eben das entsprechende Ende und ich warte halt immer noch auf die bestimmte Stelle, dass ich eben den Extra-Spielstand anlegen kann. Ja. So. Nochmal meine Übertaktung auch nochmal rangegangen. Zwecks Einzelkernleistung dann eben, weil das reicht halt definitiv nicht. Wir haben es beim Max Payne gesehen, das läuft einfach nicht so geil, wie es eigentlich laufen sollte. Ja, lustigerweise kann ich ja den, der eben kein K ist, ja doch per Turbo halt übertakten. Und da geht auch immer noch ein Stückchen mehr anscheinend, aber na gut, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo halt mehr Spannung wirklich vonnöten ist. Und ja, solange man kein Undervolting, wie man so schön sagt, funktioniert, macht eine Übertaktung halt in meinen Augen auch schon absolut gar keinen Sinn, weil wenn man mehr Spannung drauf gibt, verbraucht man schlichtweg mehr Strom und das ist eigentlich Quark. So, jetzt wollen wir mal zurück zum Spielen und wollen mal gucken, was hier so los ist. Anscheinend ja irgendwie nix. Da hatten wir Wegebond und ansonsten auch nix. Okay. Alle wissen es inzwischen schon. Wir sollen Dr. Severin befreien. Oder Dr. Tod, wie ihn viele seiner alten Freunde nennen. Kennen Sie den Mann? Ja, wir beide sind alte Bekannte. Wenn Sie mich fragen, mich freut's, dass er von den Kerathi eingesperrt wurde. Wahrscheinlich hat der Kerl auch was mit Ihrem gelöschten Lebenslauf zu tun. Sie wissen sicher, dass ich nicht immer Pilot war. Hörten Sie schon mal von Pax 7? Ja. Auf diesem Planeten sind viele Leute durch einen Unfall umgekommen. Millionen wurden getötet. Und es war kein Unfall. Es war einer von Dr. Severins Vernichtungstests. Ich arbeitete damals für ihn. Er wusste ganz genau, was geschehen würde. Aber das war für ihn kein Grund, die Zivilisten zu warnen. Die Konföderierten haben alles vertuscht. Das war leicht, keinen hat's interessiert. Die Paxonen waren nur primitive Volksstämme, die im Krieg nicht weiter hilfreich waren. Deshalb bin ich dort ausgestiegen. Als Kampfpilot stehe ich den Feinden gegenüber. Da fliegt mir einer nach dem anderen vors Fadenkreuz. Die Piloten, die ich abschieße, sind wahrscheinlich keine Zivilisten. Wenn tatsächlich eine Hölle existiert, dann ist dort ganz sicher ein Platz für mich reserviert. Und auch für Severin. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Der Kerl hat viel zu viel um die Ohren. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Möglicherweise ist das für Sie eine Wiedergutmachung, wenn wir den Kerl holen und er uns hilft, den Krieg zu gewinnen. Das wäre eine Ironie des Schicksals. Vernünftige Ansicht, die er da Flugdeck, pflegt. Alarm. Wir haben Schwierigkeiten auf dem Flugdeck. Ach nein. Alarm. Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Alarm. Jetzt schon? Alarm. Im Ernst? Nein, das kam ja noch vorher, ne? Colonel! Hobbs! Ja. Er versuchte, das durchzugeben. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Das ist doch nicht zu fassen. Er hat uns ausspioniert. Sie muss auf die Krankenstation. Nein, schnappt euch, Hobbs. Noch ist Zeit dazu. Nein, das verbiete ich Ihnen. Wir sind fast bei Alcor 5 und eine Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt würde die gesamte Operation gefährden. Rache. Hör auf die Stimme der Vernunft. Nee, ich nehme Rache. Es gibt einen extra Spielstand. Ich weiß nicht, ob das groß was ändert, aber ich glaube nicht. Es war also Hobbs. Colonel! Colonel!
Sonne! Wollen wir mal sehen hier. Was für ein Schiff hat er sich denn geschnappt? Herr Blair. Ah, eine Hellcat. Ja, genau. Die Katzenhölle, die Hellcat, alles klar. Ah, mein alter Freund, so trifft man dich wieder. Nur diesmal will das Schicksal, dass wir Feinde sind. Und als Feinde müssen wir bis auf den Tod kämpfen. Du bist ein würdiger Widersacher, deshalb wünsche ich dir alles Gute. Unser letztes Aufeinandertreffen soll eine Prüfung unserer Willensstärke und unseres Mutes sein. Der ist aber echt schwierig zu besiegen hier, wa? Der ist nicht übel. Ah, ich glaube, man konnte die Raketen damit abwehren, ne? Mit E. Irgendwie sowas war das. Boah, der verpasst mir einen nach dem anderen hier. Leck mir am Arsch, du. Junge, 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 Junge. Ja, komm jetzt. Mist. Ich glaube, ich nehme noch besser die Stimme der Vernunft, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Gucken, ich kann das ja laden. Ich habe ja vorher gespeichert. Ja, jetzt bin ich tot, das ist doch die Geschichte Ende. Flugdeck, Alarm. Wir nehmen die Stimme der Vernunft, das ist besser, glaube ich. Es war also Hobbs. Es war also Hobbs. Tja, wenn Freunde einen hintergehen oder so. Zwei Piloten verloren, schöne Scheiße. Das kommt nicht gut. Zwei gute Piloten. Normalerweise muss ich der Familie schreiben, wenn sowas passiert ist. Aber Cobra hatte wohl niemanden außer uns. Ich habe sie nicht besonders gut behandelt, was mir jetzt leid tut. Captain, was ist mit Hobbs passiert? Wenn Sie die Antwort wissen, Colonel, dann sagen Sie mir Bescheid. Auf jeden Fall müssen wir jetzt blitzschnell handeln. Wer weiß, wie gut die Gilrathi inzwischen informiert sind. Fertig machen tun wir sie trotzdem. Wir sind hier, um Lieutenant Laura Buckley die letzte Ehre zu erweisen. Ich kannte Cobra nicht sehr gut. Keiner von uns tat das. Aber ich weiß, dass dieser Krieg eine Dimension für sie hatte, die quälender war als alles, was sie sich vorstellen kann. Dieser Schmerz ist nun von ihr genommen worden. Ich kann Kaffee trinken, aber erfreulich ist das alles nicht, ne?
Ich meine, neue Maus geht natürlich auch pervers hier, ne? Die geht ab wie Hulle hier. Wenn du weißt, wo du klicken musst, pff, alter Verwalter. Ja, nächste Mission, aber mal gucken hier. Tja, es ist soweit. Die Befreiungsaktion kann losgehen. Sie sind für die Luftdeckung verantwortlich, während die Marines auf den Planeten fliegen und Dr. Severin befreien. Ich weiß, dass du es ständig hörst, weil ich es früher auch ständig gehört habe. Aber dies ist bestimmt der wichtigste Auftrag, den du jemals hattest. Ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger, dann würde ich an deiner Flanke mitfliegen, mein Junge. Diesen Auftrag würde ich am liebsten selbst erledigen, aber mein Reaktionsvermögen ist zu schlecht geworden. Wenn wir diesmal versagen, Junge, dann steht Gott der Menschheit bei. Ja, da packen wir schon. Ach wie, ich muss mit ihr reden? Warum denn das jetzt? Sonst kann ich ja mal hier vorne klicken, ne? Na gut. Ah, Excalibur. Na, das ist ja geil. Geil. Und jetzt geht das auf einmal, oder was? Dass nicht vielleicht irgendwie ein Bock ist mit Waffenstationen aktivieren. Ja, anhand der Entscheidung sind wir sowieso irgendwann mal dazu gezwungen, dann eben sowieso, ne, selber, weil sie dann halt nicht mehr da steht, aber naja, gut. Ist jetzt schon wieder gespoilert, aber da ihr wisst, dass ich es schon mal gespielt habe und da habe ich beide hinten drauf, auf meinem Hauptkanal. Insofern erlaube ich mir den mal. Na dann, let's rock. Was soll das? Ich dachte, das wäre nur, wenn man einfach oder so spielt. Na komm, ey. Leichtigkeit, ja. Komm mal ran, Kätzchen. Bums. Excalibur fliegen ist aber geil. Schade, dass dieser Wow-Effekt irgendwie im nächsten Teil fehlt. Wir bekommen die da ja zwar als Gegner, aber wir können sie selber nicht fliegen. Höchstens eventuell per Cheat, aber da geht bei Need for Speed dann natürlich auch damals einiges, ne? Hast du den normalen Verkehr, dann hast du einen Audi 80 und so gefahren. Ja, auch im dritten Teil ist man schon mal in die Erdatmosphäre eingedrungen. Das ist auch nichts Neues im nächsten Teil. Das kommt diese Schande hier. Alles klar. Erbärmliche Nachkommen von Ah ja, komm. Ich zeig dir mal, wie erbärmlich du fliegst, Junge. Wollen wir mal gucken hier. Ja. Bums. Nächste Arme. Auch gar keine Raketen, das ist so genial. Ah. Alter, Mann, Sammel da. Ah, Jungs. Zeig dir mal, wie das geht. Ruhe.
Gar keine Abwehr hier, die Gebäude. Oh, das ist nur Rechtsraum. Und sie zerstört in 0, nichts. Da ist noch so ein kleines. Ne? Rums. Irgend so ein kleines Gebäude durfte ich hier nicht zerstören. Dann ist die Mission fehlgeschlagen, weil ich dann in die Luft jage. Ja, dann kommt mal ran hier. Du trittst den Heimweg in einer Kiste. Ach ja, hier kommt er. Ah, ich stecke gerade ganz gut ein, zumindest klanglich. Ah, shit. Das wird eben nicht wirklich einfach. Da. Du auch. Na, wo bist du? Okay. Noch mehr von euch Pissern, ja. Na komm, du bist näher. Dich greife ich mir zuerst. Tatsächlich allein auf diesem Planeten rumspitzen. Ne? So, und jetzt haben wir da noch irgendwelche Gebäude, ne? Aber auch diese Dinger. Das ist unschön. Ich versuch's mal, ob es funktioniert, wenn ich einfach weiterfliege. Ob die Einsatzziele trotzdem erreicht werden können. Ich habe keine Lust dazu verrecken, wenn ich nicht verrecken muss, ist ja ganz klar. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Verdammt. Ich schätze, jetzt ist eine neue Definition von Katastrophe fällig. Und jetzt kommt noch eine schlechte Neuigkeit. Die Konföderierten geben inzwischen zu, dass es schlecht aussieht. Hatte ich Ihnen das nicht prophezeit, hä? Eine gewaltige Kirati-Armada fliegt auf die Erde zu. Wir müssen nach Proxima und helfen, sie abzuwehren. Sie können jetzt landen. Ich glaube, da sind die Einsatzziele gerade in die Luft, oder was? Na, schauen wir mal. Ich die doch zerstören müssen wahrscheinlich, was? Ich weiß nicht, ob das hier der Standardprozedere ist. Schauen wir mal. Das speichere ich auf jeden Fall, wenn dann jetzt extra. Weil wenn ich das verkackt haben sollte jetzt, dann naja. Colonel, die Situation ist im Moment leider ziemlich ernst. Die Kilrathi kommen mit voller Kraft direkt auf uns zu. Wir haben uns auf den Jump Point im Proxima-Sonnensystem zurückgezogen, weil er zur Erde führt. Wenn wir diesen Durchgang nicht verteidigen können, ist alles verloren.
Ich mache Ihnen nichts vor, die Feinde sind uns zahlenmäßig und waffenmäßig überlegen. Ich verstehe es, Sir. Ich tue mein Bestes. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ja, im nächsten Part.